Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Weiter mit meiner Wichtigkeit Glamour. So, wir müssen da hinten hin. Ich komm dir gleich darüber, du Penner! Du Penner! Ich werde dich aufschlitzen, du Penner! Boah, wir werden jetzt erstmal hier aufreißen, alles. Schlitzi, Schlitz! So. Weil so geht das nicht. Du Penne. Du Penne. Außerdem, wenn du nicht looten willst, haben wir wenigstens schon mal eine Kutsche. Ja, ich sage damit vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei einer schönen weiteren Runde Assassin's Creed. Ja, heute ist Montag. Ich nehme schön fleißig auf für euch, dass ich ab morgen schön The Division aufnehmen kann für euch. Ja, wir werden auf jeden Fall, das kann ich hier schon mal bekannt geben, die Folge müsste vor Division kommen. Ja. Nee, dann läuft Division schon. Aber für die Leute, die da vielleicht nicht reingucken, es wird auf jeden Fall mit 3 Leuten werden wir spielen. Also nur, dass ihr gleich Bescheid wisst. 3 Leute sind wir Minimum. PvP-Zone könnte sein, dass wir mit 4 Leuten spielen werden. Es kommt immer darauf an, wie ich es wirklich alles oder wie wir es dann wirklich alle hinkriegen. Wir wollen auf jeden Fall alle zocken. Achso, wir müssen nur runter. Da steht einer, der will mit uns reden. Hüpf, hüpf, hüpf. Bin da, hallo. Hallo. Na, Musik. Hier ist es schön. Ja. So, dann wollen wir mal. Next round. Auf jeden Fall Dienstag so viel aufnehmen, bis die Festplatten brennen. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Ah, genau, wir müssen ja jetzt dagegen kontern, da sie ja nicht ganz koscher war, die gute Frau, ja? Müssen wir in den Tower oder auf den Tower heute gehen? Oder auf das Gebäude oder in das Gebäude, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Aber wir können von hier oben rein. Sehr schön. So, dann hier, Tarnung. So, wollen wir mal gucken. Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Netaway. Aha. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Es ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstärkt. Okay. Kontinuieren. Endlich. Was sollen die Verzögerungen? Speaking to counter. Okay. Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Fahrplan für die Central Station kommen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So. Scheiße, da kommen wir gar nicht lang. Meine Damen und meine Herren, da kommen wir nicht lang. Hallo? Kommst du? Nee, nein. Ein hoch. Da, ein hoch. Dadurch. Danke. Digga,
gefällt ganz und gar nicht, wie die aussehen. Hey. Hat ja keiner gemerkt, oder? Klack, 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 klack. Okay, Leute, jetzt wird's gerade ein bisschen haarig hier, würde ich mal sagen. Das ist gar nicht so einfach. Rein. Was glaubst du, wo du... Zack, zack. Wir da rein. Das jetzt so richtig war, keine Ahnung, und sieht hier keiner. Wir sollen da oben hin. Ich gehe lieber da oben hin. Hallo. So. Machen wir das, was er da sagt. Bye bye. Du blöde Kuh. Du hast mich verarscht. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr... unangenehm, wenn er verärgert ist. Echt? Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Du hast doch nicht mal Titis. Oh, Entschuldigung. Dafür darfst du kein Tuch verwenden. Einfach dumm, die alte Kuh. Echt jetzt. Okay. Mal lieber mit Mütze laufen. Okay, das ist nichts Gravierendes. Ich hätte gedacht, das wäre einer. Okay. Ab geht die Post. Schnuff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit Assassin's Creed fahren? Alleine fahren will ich nicht. Da nehme ich euch alle mit. Yeah. So wird das sein hier. Ladebalken. Wie so schön, wie schon lange nicht mehr. Ja.
Oh, der kackt sich gleich in die Hose, der Recht. Alter Schwede. Ja, nicht schön gemacht, auf gar keinen Fall, aber die Mission erlangt. Was ich blöd finde, oder nichts blöd, in dem Sinne hätten wir das ja auch alles vernünftig haben können. Wenn wir sie getötet hätten gleich von Anfang an, dann hätte der Richtige doch schon die Maschinen gehabt. Aber wir haben uns beirren lassen durch eine Schönheit in dem Spiel. Erfolg freigeschaltet, Berufsrisiko. Die Musik wird GEMA geschützt sein. When coldness or deceit shall slide, the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Sterik, ich sagte, ich will nicht gestört werden! Well, break your own to see. In such a moment, I but ask that you'll remember me. That you'll remember me. Crawford. Ihres Glanzes, beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorne. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Okay. Ein Brief. Für mich? Ein Brief? Auch für mich. Okay, wir könnten jetzt hier Szenario 8 machen. 6. Wir müssen eins von denen jetzt machen, oder was? I want the bank. Ja, das ist Szenario 6. Aber warum muss ich das jetzt machen? Hallo? Ich will das jetzt nicht machen. Das ist Szenario 8. Und da drüben kommen wir gar nicht hin. Machen wir 6. Was haben wir denn hier? Boiler. Die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Starricks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du raus spielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Und
Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Thornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Okay. Ein Brief. Für mich? Okay, wir könnten da jetzt in dem Sinne weitermachen. Wie sieht das hier aus? Hier muss mal einer aufräumen. Ja, wieder 2000. Dann wollen wir mal nach dem Rechten sehen. Was haben wir denn Neues? Wir haben zwei Skillpunkte, die uns, glaube ich, so nicht weiterhelfen werden, oder? Range Damage. Okay, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich hätte schon gerne den als nächstes. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde sparen für die nächsten 6 Talentpunkte. Ja, und da müssen wir eh jetzt ein bisschen warten. Wir haben ihn letztes Mal voll ausgestattet. Wenn sie dann dran ist, brauchen wir für sie auch ein bisschen Geld. Das ist Level 5. Das ist Level 6. Also müssen wir für sie was machen. Ja. Damit sage ich dann aber erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Geile Folge. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische hier bei Assassin's Creed Syndicate. Und schaut bei The Division rein. Bis dahin sollten die ersten Videos online sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, Eloi. Und für den Sendeplan für Division kann ich leider noch nichts sagen. Also zurzeit ist der Sendeplan so, alle 2 Tage eine neue LS-Folge um 14 Uhr. Um 15 Uhr kommt The Crew. 16 Uhr Tomb Raider. 17 Uhr kommt Assassin's Creed. Ich gehe davon aus, dass ich The Division... ...15:30 Uhr, denke ich. Dass man um 15:30 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr dann noch was hat. Und wahrscheinlich den ersten Tag versuche ich wirklich 2 Folgen rauszuhauen. Also 15:30 Uhr und dann vielleicht nochmal um 16:30 Uhr. Verspreche ich aber nicht mit der zweiten Folge. Kommt ganz drauf an, wie groß die Daten sind, ob ich es schaffe hochzuladen, blasels. Ihr kennt ja das Geschehen. Nur kleine Information, ich weiß, passt nicht zu diesem Spiel. Viele mögen das nicht, aber ich konnte ja jetzt hier beim Abspann das kurz mal ansprechen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Und wir hören uns in einer anderen Folge oder hier wieder bei Assassin's Creed wieder. Mein Name ist Glabur. Bis dann. Ciao.